In der Zentralschweiz haben wir die schönsten Berge der ganzen Welt. Das ist schon eine Schweizer Tradition, dass man in den Bergen oben wohnt. Und darum haben wir so schöne Bändchen. Das ist, vor allem hier in dieser Region ist das ganz stark verbreitet. When you live in the Swiss Alps, you have to account for the mountains. Hence, the cable car. Life here has forced residents to get creative with how they get around. Here in the cantons of Obwalden and Nidwalden, the cable car tradition dates back to the beginning of the 20th century. It's no wonder, then, that the region boasts one of the highest concentrations of cable cars in the whole world. We have small gondolas, big gondolas, funicular. Then we have also chairlifts. Kony here is responsible for monitoring an intricate web of cable cars that, despite looking new, has been in place since the 1920s. It can get riders to vistas like this. In the morning, we have to start a cable car down in Engelberg at 6:45. You have to be focused the whole day to see everything, what's happened. And while for some, cable cars are just a means to reach the mountaintop, for others, they're private lifts to their homes. Hallo! Ich bin der Ueli Schmitter und mein Beruf ist Bergbauer. That's right, this man has his own cable car. Ich habe keine Strasse, wir sind hier sehr hoch in den Bergen. Wir haben keine Strasse und ich kann nur mit dem Bändchen da rauf fahren. Alles Material, alle Kühe muss ich auch hier transportieren. Das ist so ein in den Bergen, in der Schweiz kennt man das so. Ja. Das Name ist Stern, Swiss Champion. Das hier sagt man dem Bauernbändchen. Bauernbändchen ist eine einfachere Version von diesen grossen Touristenbahnen. Jetzt weiss man, 100 Jahre, seit 100 Jahren haben wir das. Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann sehr viel selber machen. Ich bin einer der Glücklichen, der mich als junger Bursch ausbilden lassen in diesem Thema. And if you want to ride in Ueli's cable car, well, you're on your own. Literally. It's a self-steer operation. Die soll ich unten herkommen. Das soll ich ein bisschen anschauen. Die soll ich mutig die Türen aufmachen, einsteigen, ansitzen und den Aufknopf drücken und Freude haben. Yo, my home! Switzerland Mountain Farmer hier, very, very good. Was gut ist in der Schweiz, ist, an der dritten Stelle ist die Schokolade. An der zweiten Stelle ist der Käse. Und an der ersten Stelle sind die Bauernbändchen. Das ist das Beste, was es gibt in der Schweiz. Gibt.